Hey Leute, heute will ich euch mal zeigen, was ich für Aufnahmen habe, was ich für Dings da Stimmen Aufnahmen Dings da habe, also Stimmaufnahmeprogramm oder wie das heißt. Und dann noch mit was ich schneide. Und das werdet eigentlich sehr kurz sein, das Video, glaube ich mal. Und ja. Hier. Oh nee, es geht nicht, weil ich habe hier gerade einen Bildschirm aufnehmen. Ich wusste es ja nicht. Okay. Als erstes habe ich Bandicam. Das benutze ich hier das benutze ich am Anfang, weil ich mache YouTube ganz, ganz wenig. Und dann kann ich das hier benutzen, weil das ist jetzt nicht so schwer, weil ich kann noch nicht so gut Videos machen und so. Dann nehme ich das hier. Ist umsonst. Habe ich mir gedownloadet. Und ja, hier kann man die Videos davon holen. Muss man auf Norder drücken und dann kann man sich dann das Video rausholen. Hier kann man sich registrieren, aber es kostet, glaube ich, Geld, ich weiß jetzt nicht. Und hier dann kann man auch einstellen, hier habe ich das hier eingestellt, Tastenkürzel, Start, Stopp, Tastenkürzel, Kürzel, Pause und Mauszeiger anzeigen. Ja, und hier dann Tastenkürzel wieder. Allgemein hier habe ich noch nichts gemacht. Ich glaube, ich werde auch nichts machen. Und ja, mache ich mal jetzt weg. Und das nächste, womit ich meine Stimme aufnehme, ist Audacity oder wie ihr es jetzt nennt. Das ist eigentlich sehr gut. Und hier habe ich das eingestellt, Lautsprecherkopfhörer ID oder wie das heißt, ja. Und dann zwei Stereoaufnahme. Dein Mikrofon IDT und dann noch Mi oder was da noch steht. Steht jetzt alles. Egal. Ich nehme mit einem, wie ist das? Headset auf oder wie das heißt jetzt, ja. Und ja, vielleicht hört sich die Qualität jetzt nicht so gut an. Muss ich mir noch alles besorgen? Vielleicht besorge ich es, vielleicht nicht, weil ich mache ja nicht immer Videos und dann kann ich vielleicht auch nicht besorgen. Ah ja, das hier muss dann nachher noch sein. Hier. Ja, das war jetzt meine Stimmdings da. Aufnehmer. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Hier mit das schneide ich meine Videos, mache manchmal Musik rein, aber ich habe noch nicht Musik installiert, muss sie noch machen, weil ich hatte meinen Computer neu gestartet. Und ja, hier mache ich dann noch Sachen, ich weiß jetzt nicht was. Und ja, das Movie Maker ist mein Schnittprogramm. Und kommen wir jetzt zum nächsten, muss ich jetzt schnell starten. Geht schnell. Ja, hier. Hier konvertiere ich meine Videos. Ich mache einfach hier drauf drücken und ein Video holen. Ja, ich nehme immer TVS, TV-Geräte mache ich bei meinen Videos, da mache ich das oben und dann mache ich es hier ran und also das dann drin und dann drücke ich konvertieren und dann ladet und dann kann man es holen und dann mache ich noch schneiden manchmal und dann lade ich es hoch. Also ist jetzt nicht so schwer. Aber ja, ist noch ein bisschen, muss ich noch ein bisschen mich einüben. Und hier Videos kann man drücken, einfach so CD. Und ja, vielleicht werde ich noch bessere Dateien holen, aber ich weiß jetzt nicht. Immerhin.
was ich jetzt finde. Und das ist mein, wie heißt das, Konvertieren, oder das heißt Any Video Converter, das andere Bandicam und das andere Audio City und das andere dann noch Movie Maker. Ich werde, glaube ich, den Fortress 2 bald aufnehmen und hier sehen wir uns bald wieder und